Herzlich willkommen bei der Kulturzeit. Wir sprechen heute über Libyens Zukunft und blicken unter anderem auch auf folgende Themen. Der marktgerechte Mensch von Optimierung und Selbstausbeutung. Und Maestro Fellini. Heute wäre der große Filmkünstler 100 geworden. Im kleinen Schweizer Bergdorf Davos laufen die Vorbereitungen zum World Economic Forum WEF auf Hochtouren. Denn diese Woche fliegen sie wieder ein aus der ganzen Welt. Die Mächtigen, die Reichen und unter dem Motto Meet the Changemakers auch Aktivisten wie etwa Greta Thunberg. In der winterlichen Bergluft soll einmal mehr an unser aller Zukunft gearbeitet werden. Und diese Zukunft bleibt auf absehbare Zeit wohl kapitalistisch. Nur dreht sich in diesem System alles immer schneller. Und der Mensch, der muss schauen, dass er nicht auf der Strecke, sondern einigermaßen marktkonform bleibt. Was das bedeutet, welche Nebenwirkungen der neuere, der digitalisierte Kapitalismus mit sich bringt, das zeigen die Regisseure Leslie Franke und Herdoloa Lorenz in ihrem neuen Film. Das ist Lukas, Fahrradkurier in Berlin. Er arbeitet für die Firma Deliveroo und liefert Essen auf Bestellung. Bezahlt wird er nach einem Algorithmus, der Fahrstrecke und Warenwert mit Lukas Einstufung verrechnet. Läuft es gut, hat er die besten Touren. Ist er zu langsam oder war er krank, sind sie weniger lukrativ. Er fährt jeden Tag ein Rennen gegen sich selbst. Letzten Sommer zog sich Deliveroo aus dem Deutschlandgeschäft zurück. An einem Montag erhielt Lukas die Nachricht. Am Freitag stand er auf der Straße. Willkommen in der schönen neuen Arbeitswelt. Einer Welt, in der man nicht arbeitet, um zu leben, sondern lebt, um zu arbeiten. Einer Welt der massenhaften Vereinzelung, wie die Kunstaktion 1000 Gestalten beim G20-Gipfel in Hamburg eindrucksvoll zeigte. Sie sind Freelancer, Minijobber, immer am Markt, immer verfügbar. Der Wettbewerb ist gnadenlos. Wer nicht liefert, wird ausgetauscht. Der Mensch als Ware, Kapitalismus im 21. Jahrhundert. Es ist einfach eine brutalere Form, ja, dass der Kapitalismus nicht einfach von dir mehr nur die Arbeitskraft 8 Stunden will, sondern der will dich selbst. Damit es funktioniert, muss der ganze Mensch mit. Ja? Der muss immer auf dem Markt sein, man muss immer fit, man muss immer flexibel sein. Ja? Homeoffice wird großgeschrieben. Ja? Also du kannst deine Waschmaschine anschalten, du kannst die Kinder füttern und gleichzeitig versuchen, im Internet einen Job zu erfüllen. Und das stresst die Menschen total auch. Und man hat eben festgestellt, das macht krank. Gig Economy heißt die neueste Form des Kapitalismus. Und dieser Film zeigt, was Vereinzelung und Ausbeutung mit Menschen macht. Die neuen Volkskrankheiten, Depressionen, Ängste, hoher Blutdruck, Rückenschmerzen interpretieren Forscher als Symptome der Zerstörung unserer physischen und psychischen Substanz. Die ganze Art unseres Zusammenlebens verändert sich gerade stark. Aus dem Zoon Politikon, dem Menschen als soziales Wesen, droht ein Einzelgänger zu werden. Das Internet vernetzt uns mit der ganzen Welt, aber zugleich sind wir immer isolierter. Ich glaube, dass Einsamkeit so etwas wie eine unbekannte Volkskrankheit geworden ist. Nicht umsonst haben die ganzen Partnerbörsen von Parship bis irgendwas Konjunktur ohne Ende. Die Leute suchen dringend nach Kontakt. Sogar die Liebe ist in den Zeiten der Gig-Economy nicht nur ein Geschäft, sondern eine Art Job. Die Menschen gestalten ihre Beziehungen immer mehr wie eine Bewerbung für eine Stelle. Dabei wird man interviewt und muss sein bestes Ich herauskehren. Und man achtet darauf, nicht die eigenen Schwächen zu zeigen. Heute werden Beziehungen immer mehr auf diese Weise angefangen. Dabei geht es in Beziehungen und in der Liebe doch darum, einer anderen Person die eigene Schwäche und Verwundbarkeit zeigen zu können. Und es wird immer schwieriger, überhaupt zu wissen, was unsere eigene Verwundbarkeit ist. Was doch die Basis von Vertrauen ist. Die Dokumentation Der marktgerechte Mensch ist Fundamentalkritik und Pamphlet. Dutzende Wissenschaftler werden interviewt, Studien herangezogen. Zum Beispiel eine mit Kleinstkindern an der Yale University. Im Experiment hatten sie die Wahl, sich zu entscheiden zwischen einem egoistischen Kuscheltier und einem, das freundlich ist und hilft. Immer entschieden sie sich für das hilfsbereite Kuscheltier.
Etwas ist faul im aktuellen Kapitalismus. Besonders krass die Textilindustrie. H&M und Adidas produzieren seit langem in Billiglohnländern. Näherinnen in Serbien arbeiten für ein Fünftel des Mindestlohns. Und wenn das nicht läuft, gehen die Unternehmen woanders hin. Das kann man kritisieren. Aber ist das nicht reiner Idealismus? Wir denken nicht, dass das einfacher Idealismus ist, sondern wir sehen, dass die Verhältnisse, wie sie jetzt sind, die Leute auch dazu bringen, etwas anderes zu tun. Die Moral hat die Menschen noch nie alleine vorangebracht, sondern es sind die Verhältnisse. Ja. So eine frühkapitalistische und hochwettbewerbsorientierte Wirtschaft ist nicht menschenkonform. Der Mensch ist anders aufgebaut. Das versuchen wir auch in einem Teil des Filmes zu sagen, dass der Mensch von Geburt an, ja, dass er auf Kooperation aus ist. Der Film könnte einem allen Mut nehmen, aber er will auch welchen machen. Eine neue Ökonomie, eine Gemeinwohlökonomie muss her. Bei der Sparda Bank München läuft gerade ein Pilotprojekt. Hier wird nicht profitorientiert gearbeitet. Gewinne fließen ins Gemeinwohl. Unternehmen, die regional und nachhaltig investieren, erhalten günstigere Kredite. Wir haben ja doch viele Unternehmen wirklich jeglichen Blick und jedes Gefühl für Ethik und Maß verloren. Und uns geht es mit unserem Engagement wirklich darum, auch einen Beitrag zu leisten, wieder dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft für die Menschen da ist und nicht umgekehrt. Ob das in der globalen Ökonomie mehr sein kann als die berühmte Alibi-Veranstaltung? Es muss mehr sein, sagt dieser Film, denn so wie es geht, geht es nicht weiter. Gesucht wird nicht weniger als ein Regime-Change, der Übergang vom marktgerechten Menschen zum menschengerechten Markt. Der marktgerechte Mensch läuft aktuell in deutschen Kinos.